Hallo, hier bin ich mal wieder und heute dachte ich, streue ich mal eine kurze Endspiellektion ein. Und da ich finde, dass Mattsetzen mit Schwerfiguren gegen den Nackenkönig doch ziemlicher Kindergeburtstag ist, habe ich gedacht, fange ich mit Mattsetzen mit zwei Läufern mal an. Ist zwar auch nicht allzu schwer, aber wenn man ungeübt ist, kann einem da vielleicht doch mal passieren, dass man die 50 Züge überschreitet oder noch schlimmer, dass man den gegnerischen König Patt setzt. Und hier gezeigt ist schon mal die Stellung, die man versucht zu erreichen. Der König wird an den Rand und dann in die Ecke gedrängt, wo er von Läufer und König festgehalten wird. Er kann also hier nur noch zwischen diesen beiden Feldern pendeln. Und sobald er hier das schwarze Feld betritt, gibt man mit dem schwarzfeldigen Läufer Schach und setzt dann mit dem Läufer hier auf B7 Matt. Heißt, diese Stellung muss man versuchen zu erzeugen, in welcher Ecke auch immer. Und das werde ich jetzt mal versuchen zu demonstrieren. Ja. Machen wir hier mal das Brett leer und stellen die Figuren mal irgendwie hier in der Mitte auf. Dann werde ich mal versuchen, hier den Crafty 23 zu bezwingen innerhalb der vorgeschriebenen Züge. Und wir geben ihm mal 3 Sekunden Bedenkzeit pro Zug. Wenn das denn funktioniert. So, jetzt rechnet er. Und jetzt geben wir nochmal die 3 Sekunden. So, also mit den Läufern gelingt es eigentlich relativ leicht, den König an den Rand abzudrängen. Gesagt, man muss halt im Eifer des Gefechts auch aufpassen, dass man dann nicht Patt setzt. Das ist doch dann mehr als peinlich. Ja, läuft schon mal in die richtige Richtung. Ja, wie gesagt, laut FIDE-Regel hat man 50 Züge Zeit. Das heißt, wenn 50 Züge keine Figur geschlagen und kein Bauer gezogen wurde, dann ist es Remis. So, in welche Ecke lassen wir denn jetzt mal laufen? Mal nach links oben. Nee, das war nicht so gut. Nee, das war gar nicht gut. Hat noch ein Feld? Ja, hat noch ein Feld. Gott sei Dank. So. So, jetzt können wir gleich versuchen, die Stellung, die ich gezeigt habe, zu erzeugen. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sieht das schon sehr gut aus. Jetzt ziehe ich den Läufer erst hier rauf, dann hier rüber und dann haben wir genau die Stellung, die ich gezeigt hatte. So, jetzt geht er ins Eck. Dann machen wir hier den Leerzug und dann gehen wir das Läuferschach nebst Matt. Check. Und Checkmate. So, das hat doch halbwegs funktioniert. Und jetzt schauen wir mal in die Zügeliste. 27 Züge habe ich gebraucht, also deutlich unterhalb der 50-Züge-Marke. So, jetzt habt ihr es gesehen und sollte niemand mehr mit zwei Läufern den König Patt setzen oder die 50 Züge überschreiten. Vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Checkmate.